Ja, guten Tag, Freunde der Sonne, liebe Lichter da draußen. Ich grüße euch hier aus der Fülle, aus dem Frieden, aus der Liebe mit der Natur im Botanischen Garten. Und ja, heute geht es um das Thema Gott, Quelle. Heute geht es um das Thema Fülle und Unendlichkeitsbewusstsein, Erleuchtung. Was ist das? Wie entsteht das und wie kriegst du deinen Zugang zu deiner unendlichen Erleuchtung? Ja, verschiedene Kulturen, verschiedene Glaubenssätze. Und zwar Zeus bei den Griechen, Allah bei den Moslems, Prana bei den spirituellen Menschen, bei den Indern. Alles die gleiche Energie. Alles sagt das Gleiche aus. Ja. Hier kommen jetzt immer mehr Menschen zu mir, ja, weil ich spreche hier gerade von Gott, deswegen die kommen hier alle wie die Schmetterlinge zum Licht. Genau, die Blume des Lebens, das ist auch die Saat des Lebens hier. Ich bin hier gerade mitten unter den Kräutern übrigens, nur für euch, dass ihr euch halt nicht wundert. Kräuter, die führen dich auch wieder zurück zur Natur. Der Moringa, auch Chiasamen, alles. Liebstock, ja, Minze. Das bringt dich alles wieder zu dir selbst, zu dem, der du wirklich bist. Das reinigt deinen Körper. Versuch mal, also ess mal 10 Tage nur Kräuter, ja. Oh, Petersilie, auch sehr, sehr lecker, sehr, sehr gut. Basilikum, ja, ernähr dich mal, mach mal nur Kräutersmoothies mit bisschen Früchten und mit bisschen Obst und Gemüse dabei, ein bisschen Chiasamen, bisschen Proteine vielleicht noch rein, bisschen Sojaproteine, traumhaft. Mach das mal 10 Tage, du bist ein anderer Mensch. Du bist mehr in deiner Power, mehr in deiner Kraft und hast nicht so ein abgeschwächtes Immunsystem. Ja, als wenn du die ganze Zeit Burger essen würdest, irgendwie in Fastfood-Ketten, es zieht dich runter oder irgendwie Fertiggerichte kaufst, es zieht dich runter, werd bewusst, wach auf. Das Licht in dein Bewusstsein. So, jetzt geht es aber über das Thema Gott. So, der Gott in dir. Wo ist Gott? Was ist Gott? Wer ist Gott? Gott ist ein großes Wort. Ich benutze es nicht gerne, um ehrlich zu sein, weil es einfach negative Konnotationen auslöst. Warum? Weil die Kirchen, ja, das Wort sehr, sehr negativ behaftet haben, muss ich leider sagen. Und mittlerweile assoziieren die Leute das einfach mit den Kirchen. Und deswegen benutze ich lieber das Wort Leben. Lebensenergie, Freude, Fülle. Größe, Stärke, Kreativität, Intelligenz, Unendlichkeit. Und ich gebe euch jetzt mal eine ganz, ganz klare Definition von Gott. Gott bedeutet nichts anderes als Licht und Liebe. Bewusstsein und Liebe. Gott ist weiblich und Gott ist männlich gleichzeitig. Gott ist die Quelle des Unendlichen. Gott ist die Quelle des Lichts. White Time Healing, die Quelle, aus dem alles entsprungen ist, die Schöpfungsquelle, aus dem alles entsprungen ist. Also jedes Leben und nicht nur hier auf dieser Erde, sondern im Multiversum, da wo jedes Leben entstanden ist. Und du hast vielleicht nur 0,001 oder 0,1% oder weniger oder mehr davon. Die meisten wissen ja gar nicht, was Gott ist. Was ist Gott? Was ist Fülle? Was ist Liebe? Was ist. Hallo, guten Tag. Das ist ein sehr, sehr schönes Hemd, was Sie da haben. Ja, sieht echt gut aus. Steht Ihnen. So, und was ist Gott? Was ist Fülle? Ja? Fragt euch das mal. Die meisten, die Religionen haben uns beigebracht, Gott im Außen zu suchen, ja? Über den Pfarrer eine Beichte abzulegen. Dabei kannst du selber beten und kannst selber dich verbinden mit deiner Quelle in dir. Du bist die Quelle. Und es gilt es einfach zu begreifen. Gott ist außerdem das Ich Bin. Ich bin das Ich Bin. Was ist das Ich Bin? Alles, was du hinter diese zwei Worte platzierst als Wort, das bist du, egal ob bewusst oder unterbewusst. Bist du bewusster oder unterbewusster Schöpfer? Durch Traumen sagen wir, ich bin nichts wert oder ich habe es nicht verdient. Ich bin minderwertig. Wie viele Leute haben Minderwertigkeitskomplexe da draußen? Leute, wacht auf. Lass Licht in euer Bewusstsein. Lass Licht in eure Herzen. Ich habe in meinem E-Book Jetzt glücklich sein, Geld, Liebe und Freiheit auf allen Ebenen eine Erleuchtungsübung. Willst du erleuchtet sein? Ich zeige dir wie. Dafür musst du aber deinen Verstand ausschalten. Deinen dreidimensionalen Verstand, der sehr eingeschränkt ist auf seine 5 Sinne. Ja, aber du weißt doch auch, dass es Liebe gibt. Beweis mir doch mal, dass es Hoffnung gibt. Beweis mir doch mal, dass du Gedanken hast, dass du in der Liebe, dass du Liebe zeigen kannst. Künstler machen das. Die leben ihren Gott in sich, indem sie singen, sich ausdrücken, malen, tanzen. Ja, die sind in ihrer Schöpferkraft, genauso wie die Tiere, die Kinder.
Die sind dem schon ein ganz, ganz großes Stück näher. Also schalte es aus. Folgende Übung. Du gehst jetzt hier raus, so wie ich jetzt hier in der Natur bin. Du schaust in die Sonne. Du lässt einfach mal fließen, verbindest dich, du atmest ein. Und du atmest aus. Du zentrierst dich in deiner Mitte. Du verbindest dich nach unten zur Mutter Erde und nach oben zum Herzen und zum Kosmos. Mutter, Vater, alle Elemente fließen mit dir zusammen. Ja? Luft, Feuer, Wasser, Erde. Versuch dich mal zu verbinden damit mit deinem Atem. Beobachte deinen Atem. So, und dann gehst du einfach 20 Minuten lang. Du machst es nur 20 Minuten. Und das Einzige, was du denkst und sagst und fühlst, ist: Ich bin das, ich bin. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist der einzige Satz, der vorkommen darf in deinem Kopf und in deinem Herzen und in all deinen Zellen. Aber fangen wir ruhig an mit dem Kopf. Ich gehe hier lang zum Beispiel und sage: Ich bin das. Ich bin. Und da sehe ich zum Beispiel dieses, ja, dieses holzige Gestell da, ja, diese Baumrinde, der Querschnitt, damit man das Alter zählen kann. Ich habe da jetzt gesagt: Ich bin das. Ich bin. Jetzt sehe ich zum Beispiel diesen Baum hier vor mir. Ich sage: Ich bin das. Ich bin. Ja. Oder ich sehe da vorne die zwei Menschen rumlaufen, dem netten Herrn, den ich gerade ein Kompliment gemacht habe. Ich sage: Ich bin das. Ich bin. Ich bin mit ihm verbunden. Ich bin mit allem eins. Ich sehe einen Hund, der hier langläuft, weil hier die Leute den Gassi führen, und sage: Ich bin das. Ich bin. Ich bin der Hund und der Hund bin ich. Genauso beim Autofahren, wenn du dich aufregst. Du kannst dich irgendwann mal gar nicht mehr aufregen, wenn du weißt, dass du der andere bist. Du bist der LKW-Fahrer, der vielleicht langsam fährt. Du bist der Busfahrer, der vielleicht langsam fährt. Du bist die Oma, die den unabsichtlicherweise den Weg kreuzt. Aber du bist doch eins, du bist doch sie. Du warst niemals getrennt voneinander. Das ist Gottesbewusstsein, das ist Erleuchtung. Genauso kannst du es zu einem Stein sagen. Du kannst es auch zu einem Hemd sagen: Ich bin das. Ich bin. Somit erhebst du deine Schwingung, somit kommst du in die Quelle des Lichts und der Liebe. Wenn du die Quelle des Lichts bist, kann kein Schatten um dich herum existieren. Wenn du die Quelle von Gesundheit bist, kann keine Krankheit um dich herum existieren. Wenn du die Quelle von Reichtum bist, kann keine Armut um dich herum existieren. Wach auf, wach auf, wach auf. Menschen wurden bewusst klein gehalten, damit wir nicht erkennen, dass wir unendliche Wesen sind. Allah, was bedeutet Allah? Die Unendlichkeit. Leute, wenn ihr wüsstet, was da draußen noch alles ist, meine Güte, ich bin noch nicht mal zur Hälfte, ich bin nicht mal angefangen, damit drauf einzugehen. Aber wenigstens gebe ich euch erstmal eine klare Definition von Gott, ja, aufräumen mit den ganzen religiösen Scheiße. Also, aber Religion, was heißt denn religere? Es kommt aus dem Lateinischen. Re, zurück, ligere, zur Einheit. Komm zurück zur Einheit. Ja, komm zurück zum Ursprung. Ja. Das Wort ist an sich richtig. Im Ursprung sind die Religionen auch alle richtig. Jesus hat sogar auch Reinkarnation gelehrt. Das wurde nur verheimlicht. Jesus hat doch gesagt: Ihr werdet größere Wunder als ich vollbringen. Leute, das hat er doch nicht umsonst gesagt. Was hat denn Buddha gesagt? Was hat denn Mohammed gesagt? Die haben doch alle das Gleiche gepredigt. Leute. Und die Leute haben einfach nur Etiketten drauf gemacht auf die, durch Machtmanipulation und Machtspielchen, Instrumentalisierung. Und ihr seid Teil dessen gewesen, weil die letzten 2000 Jahre waren wir inkarniert in einer christlichen Gesellschaft, geprägt durch die christliche Kirche. Ja? Und wie kommt man da jetzt wieder raus? Indem man die Armutsgelübde und die Nonnengelübde, die Enthaltsamkeitsregeln einfach mal wieder auflöst. Und das mache ich täglich mit meinen Menschen, mit meinen Partnern, mit neuen Partnern, die dazukommen. Yilmaz zum Beispiel, mit dem hätte ich mich heute treffen sollen, ja, der allergrößte Experte. Ja, sehr weiser Junge, ist jetzt schon 35 oder so, aber nie Geld die ganze Zeit. Studiert, hat viel Erfolg mit Frauen, hat viel Erfolg mit allem, was er tut, eigentlich außer mit Geld. Hat kein Geld und er sagt das auch schon so, wenn er Frauen kennenlernt: Ich habe kein Geld, ja, muss ich schon akzeptieren. Warum? Er hat ein Armutsgelübde im damaligen Leben abgelehnt. Jetzt haue ich das raus. Er ist ein großartiger Mensch und er ist ein großartiges Licht und er ist ein großartiger Prediger, ein großartiger Lehrer aus der Liebe heraus. Und ich werde Ihnen jetzt wieder, ja, die Fülle zeigen. Da, wo er herkommt. Jetzt ist es an der Zeit. Wir sind in der goldenen Ära und er wird ganz, ganz viele Lichter entfachen. Er wird das Feuer der Liebe weiter verbreiten hier auf dieser Erde. Darum geht's doch, Freunde der Sonne. Nicht mehr und nicht weniger. Und Yilmaz, ich kündige dich jetzt hiermit an, auch wenn du das dann hören wirst. Ich habe jetzt schon ein paar Details preisgegeben, aber ich bin ehrlich, ich bin hier authentisch. Ja, ist mir egal. Wir treffen uns. Wenn du Resonanz zu mir hast und zu dem, was ich sage, wirst du bald reich sein.
weil ich Leute reich mache. Nicht ich, sondern die Quelle macht Leute reich. Es ist ein Überfluss und die Quelle spricht durch mich quasi. Ja, und durch ganz, ganz viele andere Menschen. Wenn du singst, wenn du malst, spricht die Quelle auch durch dich. Wenn du tanzt, spricht die Quelle auch durch dich. Begreife das, Mann. Nur ich bin halt zufälligerweise Glückscoach. Glücksbewusstsein. Liebe, Geld und Gesundheit ist dein Geburtsrecht. Wach auf. Und Gott ist nicht nur bei einem schönen Sonnenuntergang. Gott ist nicht nur in der Natur. Gott ist überall. Gott, jetzt habe ich das Gott. Jetzt habe ich das Wort Gott so oft benutzt. Das habe ich in letzter Zeit noch nie so gemacht, so oft. Ey. Ja, ich sag echt wieder lieber Leben oder Freude dazu, normalerweise. Ja, aber trotzdem, wir müssen ja mal damit aufhören. Wenn ich den Anwalt sehe, sage ich auch, ich bin das. Ich bin. Es fällt uns schwer, weil wir in alte Muster fallen. Wir sind ego-belastet, ego-behaftet. Und die Manipulatoren dieser Welt wollen dein Ego schüren. Sie wollen es verstärken, damit du dich abtrennst. Damit du die anderen in Etiketten packst, in Schubladen packst. Wenn du an der Tankstelle einen Porsche-Fahrer siehst, dann siehst du, oh, das ist so ein Schnösel. Wenn du einen armen Typen siehst, wenn er irgendwie so irgendwie mit einer Jogginghose ankommt, zerrissen und so, und dann ist es direkt ein Penner. So denken doch die Leute. In Kasten, in Dualitäten. In Trennungen. Leute, kommt wieder zurück zur Einheit. Und das geht nur so. World Smile. Jeder hat das gleiche innere Lächeln. Ich bin, das ich bin. Ja, egal ob das die Oma ist, der Anwalt, der Reiche, der Penner, ein Hund, eine Katze, eine Fliege. Ich bin das. Hier, dieses Blatt. Ich sehe jetzt dieses Blatt, ja? Zum Beispiel. Und ich sage, ich bin das. Ich bin. Ich sehe diesen Baum. Ich sage zu dem Baum, ich bin das. Ich bin. Atme mal mit dem Baum. Hast du schon mal mit einem Baum zusammen geatmet? Bist du feinfühlig oder bist du so grobmotorisch, bist du so grobfühlig, dass du gar nicht mehr checkst, was mit dir passiert in dieser Welt? Roboter, das ist ein Roboter. Dahin sollte es gehen. Ihr solltet alle Roboter werden. Das war der Plan. Jetzt werden die ganzen Verschwörungstheorien, ja, der Teufelsplan, haltet doch die Fresse, Alter, alle miteinander, bitte, haltet einfach nur die Fresse, Alter. Und kommt einfach nur zu euch selbst wieder zurück, setzt euch damit auseinander mit Stil und Maß, stellt die richtigen Fragen und zieht euch meine Videos rein. Ich bin jetzt hier, um euch alle aufzufangen. Weil es werden Leute in Depressionen kommen, es werden Leute in Burnout-Syndrome kommen, mehr als denn je. Was für hohe Raten haben wir denn? Scheidungsraten, Leute, die zu früh heiraten, ja, gibt's doch nicht. Der Herr leuchtet aber auch mit seinen Haaren, richtig schön. Krankheiten, meine Fresse, Leute, nicht nur Bandscheibenvorfall, Krebs, Gehirntumore, das alles. Das ist doch jetzt alles im Kommen, mehr denn je. Warum? Weil Leute nicht ihren Seelenplan verwirklichen. Sie arbeiten gegen ihren Seelenplan und somit kriegen sie einen Rückstoß. Und das ist nicht gut. Das ist ein Signal aufzuwachen. Und ich bin hier. Als Sicherheitstruppe für diese Erde. Ja? Ich habe mich dazu entschieden, euch alle ins Licht zu bringen und in die Liebe. Warum? Weil ich diesen Planeten über alles liebe. Und während ich das sage, kriege ich Ströme. Ich bin verdammt hellsichtig geworden. Ich sehe nur in die Augen eines Menschen und ich sehe seine Geschichte. Ich sehe, wo er herkommt. Ich sehe, wie alt diese Seele ist. Wacht auf. Leute, es gibt junge Seelen. Es gibt Babyseelen, ja? Die haben noch nicht viel Inkarnation. Danach kommen Kinderseelen. Nach den Kinderseelen kommen Teenagerseelen. Nach den Teenagerseelen kommen Erwachsenenseelen. Nach den Erwachsenenseelen kommen reife Seelen. Nach den reifen Seelen kommen alte Seelen. Nach den alten Seelen kommen, ja, noch ältere Seelen. Sehr alte Seelen. Und dann kommen die ältesten Seelen der Ältesten. Und das ist die Sicherheitstruppe. Ankanate. Elohim Namaha. Eshnom Deveikata. An Anasha. Osam Ananasha Yahweh. Das Licht ist immer bei dir. Du hast es nur vergessen. Du bist Intelligenz. Du bist Kreativität. Du bist Ordnung. Du bist Großzügigkeit. Du bist Demut. Du bist Willensstärke. Du bist Liebe. Du bist Licht. Du bist göttlicher Humor. Du bist Vergebung. Das alles, du bist Natur. Wach auf,
Lass Licht in dein Herz, lass Licht in dein Bewusstsein. Atme wieder ein und atme wieder aus. Es gibt eine Bewegung, Yoga, Meditation, Gebete, Fitness, bewusstere Ernährung. Du bist ein multidimensionales Wesen. Wir sind hier auf einem Schulungsplaneten, damit deine Seele wachsen kann durch Erfahrungen. Du bist nicht das erste Mal auf dieser Erde. Du bist schon öfters inkarniert. Du warst vielleicht eine Nonne, ein Ritter. Hast im Zirkus gearbeitet, als Bäcker, im Mittelalter und früher auch. Leute, unser Bildungssystem ist manipuliert. Absichtlich. Damit die Menschen nicht erkennen, damit die Menschen Angst vorm Tod entwickeln. Tod ist das Natürlichste der Welt. Tod ist Leben, Leben ist Tod, es gehört zusammen. Wenn die Kirchen das gelehrt hätten, was Jesus wirklich gesagt hat, wir sind unendliches Bewusstsein, dann wären wir nicht kontrollierbar gewesen. Ja. Also werdet unkontrollierbar, so wie ich es bin. Ich bin zu 100% in meiner Lebenskraft, in meiner männlichen Essenz. Ich bin in meinem Feuer, ich bin in meinem Wasser. Ich bin mit der Erde verbunden, ich bin mit der Luft verbunden. Ich bin Waage, ich bin Zwilling. Ich habe 10 weiße Wölfe bei mir. Ich habe einen riesengroßen weißen Drachen, mit dem ich reite und ich nehme euch alle mit. Ich bin ein Drachenreiter, die Vorhut, die vorgeht. Ich bin Mut, du bist Mut. Wir sind eins, wir waren niemals getrennt. Das ist Erleuchtung. Und fünfdimensionales Denken wird ein dreidimensionaler Verstand niemals verstehen. Niemals. Deswegen geh in dein Herz, in deine Intuition und komm raus aus deinem Kopf. Lerne deine anderen spirituellen Waffen einzusetzen. Denn du hast einen spirituellen Körper, du hast einen Lichtkörper. Merkaba, zwei Tetraeder. Das ist wie ein Donut um deinem Körper herum. Ist lustig. Wollen mal wieder ein bisschen lustig sein. Guck mal hier, die Bienen. Sind das echt Bienen? Oder sind das Fliegen? Ich weiß gar nicht. Könnt ihr das hier ein bisschen sehen? Boah. Ja, die Bienen brauchen wir auf jeden Fall wieder. Ne? Ruf mal eure Freunde, die Bienen. Die sind wieder wichtig auf diesem Planeten. Pestizide und so. Die zerstören das alles, Mann. Ja? Die armen Bienen. Macht mal ein Camino de Santiago. Findet ihr auch zu Gott. So wie Harpe Kerkeling. Bester Mann. Bester Mann. Bester Mann. So, machen wir hier ein bisschen Spaß, ne? Dies, das, Ananas. Egal, ob Gott, Allah, Zeus oder Prana. Lebensenergie, Chi, Mutter oder Vater, solange das Blut durch deine Adern fließt und in jedem Moment einen neuen Anfang siehst, bist du gesegnet für immer. Elohim Namaha. Ein Meister ist geboren. Ananasha. Werde zum Meister, Selbstmeisterschaft. In Liebe und Licht und Fülle. Bring ich dir den Segen auf diese Erde, damit du dich selbst erkennst. Junge oder alte Seele, mach den Schritt, den nächsten Schritt in deiner Entwicklung, in deinem Wachstum. Ich bin das. Ich bin das.